da mal hin. Als Kratzschutz für die Hinterpfoten bei der Angie nutze ich ganz einfache Babysocken aus NKD. Das sind so die kleinste Größe, die es gibt, und die sind ein bisschen dicker, die sind so eine Art Frotte, würde ich sagen. Also ein bisschen vom Material her etwas stärker. Da nehme ich für die beiden Hinterpfoten jeweils ein Paar und dann auch ein weiteres Paar, was ich mit Watte ausstopfe und über dieses erste Paar drüber ziehe. Zum Fixieren der Socken, das ist fein. Zum Fixieren der Socken nehme ich Mullbinde, also das ist so ein schön elastisch, und das kann man auch sehr gut um das Beinchen ringsrum wickeln, ohne dass es abschnürt, dass da immer noch ein bisschen Spannung, also ein bisschen Elastizität dabei ist. Okay, machen wir gerade und kommen wir ins Bild. Und komm, ich dirigiere dich schon so. So ist gut. Also, beim Anziehen kommt, wie gesagt, die erste Socke drauf, ein Schiebfältchen hinten. So, zieh schön das Beinchen drüber. Stell's hin. Dann nehme ich die zweite Socke und stopfe die mit der Watte aus. Also richtig schön viel Watte hier rein, dass die Kralle im Grunde hier mit der Watte ein bisschen gepuffert wird, sodass die Angie nicht die Socken kaputt macht, was nämlich relativ schnell geht. Wenn sie trotzdem mal in Kratzversuchung kommt, so, jetzt puffere ich das hier unten so richtig schön, dass es ein schöner Knäuel wird. Ich stelle es hin, so. Und dann nehme ich diese Mullbinde und binde es schon richtig schön ringsrum. Nicht zu locker, aber auch nicht zu straff ungefähr. Ich richte mich immer danach, dass mein Finger noch hier reinkommt. Das ist eigentlich die optimale Festigkeit, dass es irgendein Kratzen wieder aushält. So, Angie, rum. Okay, warte. Also machen wir das zweite Beinchen. Ja, wieder Watte. So, Fältchen hinten. Die wieder schön reinziehen. Zweite Socke mit Watte drüber ziehen. Die Kralle schön hier reinstecken. Stellt's hin. Und festschnüren. So. Und ein Stück Gurke. Zu der Watte würde ich noch sagen, da würde ich 100% Baumwolle nehmen und nicht irgendwelches Synthetikzeug, damit dieses Füßchen da unten nicht so sehr schwitzt. Weil ist ja doch recht viel drin und besser ist, wenn man Baumwolle nimmt. Okay.